Wir gehen mal rein in das Ganze. Mannheimer Flötenpeter versus Milky Wayne. Drittel, Halbfinale. NAR Battle 2021. Yes, yes, yo. Also die letzte Runde hat mir gut gefallen von denen. Von dem Flötenpeter. Guten Morgen, ich besitze die Pansexualität. Herzlich willkommen, ich hab den Kuhfetisch hier. Ich habe damals in dein Tauchwasser gepisst. Ich hab den Mann, der dich getauft hat, gefickt. Junge, du Klammern, egal was du machst, hat mir Battle Rap leider gar nicht. Ist witzig, ja, aber ist halt jetzt nicht so punchend, weil das ist jetzt halt wirklich, kannst an jeden bringen, so, die, so eine Line. Den Mann, der dich getauft hat, gefickt. Junge, du Klammern, egal was du machst, hat mir Battle Rap leider gar nichts zu tun, Digga, du bist der Einzige mit deinem Merch, der Einzige Mensch, den ich kenn, bist du. Check doch mal aus, weil du Wacke bist, rausch und an alle, weil du keine Ultra langweilig klingst. Du musst Sachen mit deinem Namen tragen, das und sogar du schon vergisst, wer du bist. Bisschen versabbelt, ne, im Double Time. Was? Du bist Randlabla? Das hat man nicht ganz verstanden, leider. Richtig verlallt. Bist du? Check doch mal aus, weil du Wacke bist, rausch und an alle, weil du keine Ultra langweilig klingst. Du musst Sachen mit deinem Namen tragen, das und sogar du schon vergisst, wer du bist. Bitch, Milky, halt die Fresse und verpiss dich. Scheißegal, was du uns hier entgegenwirfst, es bringt nichts. Ich sehe deine Fresse und will bei dir Lutscher zuschlagen. Deine Rücken sind so spannend wie ein kaputter Stromkasten. Eine schöne Ananas hast du da dabei. Dein Rücken ist so gespannt wie ein kaputter Stromkasten. Ist halt schon ein bisschen wack, die Line. Sind so spannend wie ein kaputter Stromkasten. Eine schöne Ananas hast du da dabei. Du legst deinen Kopf auf die Pizza und schreist Hawaii bei deiner. Okay, die war lustig. Das war eine lustige Line. Bei Geburt kam zuerst die Palme raus. Ey, das hörst du wahrscheinlich öfters, aber du siehst richtig scheiße aus. So scheiße wie du aussiehst, so scheiße ist dein Leben. Aber hey, schöne Frisur, brauchst du dazu Bolognese? Ich hab noch nie so einen großen Nudelhaufen gesehen. Ja, yeah, du gehst zum Friseur und er fragt Sili und Pini. Finale NAR, du hast Käsefüße. Ich schiebe dich beiseite, denn ich steh mir auf Gemüse. Milky Wayne, oh Milky Wayne, du hast keine Fame, aber bist so lame. Halbfinale NAR, du hast Käsefüße. Ich schiebe dich beiseite, denn ich steh mir auf Gemüse. Ja, die Hook ist halt wieder so ein bisschen wie die letzte Runde. Und das mit den Käsefüßen und du hast Käsefüße und ich steh mir auf Gemüse. Ja. Weiß nicht. Hat mich jetzt halt nicht so mitgerissen, ja? Hat mich nicht so mitgerissen, wie jemand, der mich mitschleppen wollte, ja? Oh Mann. Ey, du siehst aus wie Coco, weil du Hurensohn. Verpiss dich mit der Friese und geh deiner Mama ein runterholen. Ja, das ist halt auch wieder komplett Nonsens. Auch hier, verpiss dich mit der Friese, aber selber aussieht wie, ja, so Jesus auf Endstadium, ja? Oder. Ah, wie kann man denn sagen, Alter? Wieder auf jeden Fall. Na, ja. Hat auch nicht so eine geile Frisur, ja. Aber das ist halt wieder so ein Weird Flex, so. Man sagt halt zu den anderen, haha, guck mal, deine Frisur ist voll scheiße, ja. Und es puncht halt nicht so. Also das mit der Ananas, da fand ich halt noch ein bisschen witzig, ja. Was der andere da gemacht hat. Das hat schon. Auch ein bisschen Gegnerbezug gehabt, der hat auch ein Bild eingeblendet und das war halt lustig, weil das halt auch so ein bisschen aussah. Aber das war halt einfach nur ein bisschen über die Frisur ein bisschen lustig machen und sowas, aber jetzt nicht sagen so, ja, deine Frisur ist die ganze Zeit so und so und deine Mom soll dir, kann mir einen runterholen, was? Siehst aus wie Coco, weil du Hurensohn, verpiss dich mit der Friese und geh deiner Mom einen runterholen. Die Ananas auf deinem Kopf, die finde ich echt kacke, willst du ein Rasenmäher testen, gehst du über deine Haare. Ja, okay, die Line war nice, ja, mit dem Obst der Woche, ne, ein bisschen, der Double Time halt auch nicht so, naja, nicht so on point, ich fand den ein bisschen hektisch auch, ja, er kam halt wirklich sehr hektisch und liegt auch vielleicht ein bisschen an der Mische, ne, die ist halt auch ein bisschen blechernd, aber hier mit dem Obst der Woche, fand ich schon ganz witzig, also das ist schon mal so eine Highlight-Line und ich finde halt das auch mit dieser Ananas da, ne, das fand ich auch ganz nice so. Mein Gott, ich hoffe, ein Kauf ist wirklich die Qual. Du stehst an der Kasse und der Mitarbeiter sagt, können Sie die Ananas noch bezahlen? Das ist halt auch witzig, ja?
So, du stehst an der Kasse und dann sagt der Kassierer so, ja, können Sie bitte mal auch die Ananas mitbezahlen? Die ist lustig, die ist kreativ, die ist witzig, ja. Geht halt sehr viel um seine Frisur. Ja, ein paar lustige Punches auf jeden Fall dabei wegen der Frisur und sowas, auch ein bisschen kreativ. Da jetzt zum Beispiel auch, ne, drei Highlights hätte ich da so ein bisschen rausgefiltert. Aber im Großen und Ganzen, ja, nicht so krass auf den Gegner halt geachtet, ne? Also in der letzten Runde, da wurde mehr auf den Gegner geachtet und mehr gegen den Gegner geschossen, so. Hier halt nur wegen der Frisur. Ja. Schwierig. Deine Bonge wächst, du Standardkiffer, höchstpersönlich hast einen peinlichen Kiffer, Song gekickt. Ja, du peinlicher Kiffer, du hast einen peinlichen Kiffer-Song gekickt. Also trifft halt nicht. Ach, halt die Fresse, du Kelle. Du siehst so aus, als würdest du Cheeseburger ohne Käse bestellen. Mumble-Rapper-Style finde ich persönlich ziemlich affig. Du bist nicht 6ix9ine, nein, sondern Mitte 20. Ja, die war auch nicht so schlecht, ne? Wegen 6ix9er, ne? Die 69 da, ne? Du bist eher so Mitte 20. Ist halt. Aber auch ein bisschen komisch halt, ne? Weil 6ix9 ist doch älter, ja so. Also vom Namen her. Ne, so Mitte 20. Ist wahrscheinlich irgendwie. Ansonsten verstehe ich vielleicht die Line nicht ganz. Da muss ich mal vielleicht nochmal erklären, so. Du bist nicht 6ix9, sondern eher Mitte 20. Ja, also. Auch ein bisschen halt komisch. So, 6ix9ine ist Mitte 20. 96 ist Mitte 20. So, Hairlines sind für mich seit Math Chicken No-Go. Aus Respekt vor Math Chicken. So viel über die Friese. Ja. Ist sehr viel über die Friese. Muss man einfach sagen. Colin Hood, Hallöchen. Grüße auch an dich. Ja. So. Und jetzt hören wir mal weiter. Nicht ziemlich affig, du bist nicht 6ix9ine, nein, sondern Mitte 20. Maggie Wayne, oh Maggie Wayne, du wärst gerne fake. Ja, aber die Line trifft halt auch nicht so. Ja, kannst halt gegen jeden bringen. So. Mitte 20. Maggie Wayne, oh Maggie Wayne, du wärst gerne fame, aber bist so lame. Halbfinale NAR, du hast Käsefüße. Ich schiebe dich beiseite, denn ich steh mehr auf Gemüse. Maggie Wayne, oh Maggie. Ja, was soll man sagen? So, warum habe ich das nicht abonniert? Habe ich doch schon längst. So, auf jeden Fall mal ein Like, ne? Der Beat gefällt. So. So, machen wir hier. Beat gefällt, Flow auch. Hier machen wir kurz hier ein Komma. Auch wenn teilweise die Double-Time-Passagen etwas zu hektisch klangen. So. Und dann, oder klingen. Machen wir erstmal klingen. Klingen, Punkt. Was soll man noch sagen? Zu viele Hairlines. Ein paar davon waren auch ganz witzig, aber wenn das nur die Angriffsfläche sein soll, etwas mager. So. Das ist so meine Prognose zu der ganzen Sache, ja? Meine Analyse. So, was sagt der Chat? Hairlines sind für mich, ja, okay, das mit den, und dann mit den 20, okay. Ja, ich würde halt sagen, zu viele Hairlines. Finde es halt, ja, viel zu oberflächlich halt, viel zu viel an der Oberfläche gedisst, so.
Und da hat überhaupt gar keine Mühe gegeben, so halt gegen den Gegner halt. Einfach nur so, ja, guck mal, der hat eine komische Frisur so gesehen, ja, und sich ein bisschen über die Frisur lustig gemacht. Ein paar nette Lines waren dabei, so. Da, wo ich selber ein bisschen schmunzeln musste, so. Aber ja, ist halt, ist aber jetzt halt nicht so stark gewesen, ne? Hätte ich auf jeden Fall mehr verlangt, erwartet. Halt von der letzten Runde schon, weil die letzte Runde fand ich stark. Diese Runde fand ich halt nicht so stark. So, dann kommen wir teilen erstmal kurz hier.